Wenn du aber eine gewisse Dynamik reinbekommst mit tiefen Läufen, dann kannst du hinter die Kette kommen und schaffst dann entweder den Ball hinter der Kette zu bekommen, das ist natürlich Prio 1, weil dann bist du relativ schnell beim gegnerischen Tor, oder du schaffst durch den tiefen Lauf, also indem du hinter die Kette läufst, den Raum vor der Kette freizuziehen und kannst dann den Zwischenraum bespielen. Und deshalb wollen wir immer gewisse Dynamiken auslösen und das schaffen wir durch die. Okay, Zwischenraum hast du jetzt auch gerade schon gesagt. Der scheint dir auch extrem wichtig zu sein, habe ich den Eindruck. Ja, Zwischenraum ist der Raum dann, der durch den Tiefgang sozusagen aufgeht. Also wenn dann hinter der Kette der Raum nicht bespielt werden kann, weil beispielsweise ein Gegner sehr, sehr tief steht, dann kommen wir durch eine gute Positionierung und durch den tiefen Lauf hoffentlich in den Zwischenraum. Und der ist dann vor der Abwehrkette des Gegners. Alles drin. Also alles drin, was an Fragezeichen vielleicht vorhanden sind. Dann lass uns mal zu dem Geschehen auf dem Platz kommen, zu deinen Spielideen. Wenn wir jetzt so eine Art perfekte Umgebung für dich schaffen würden, was Team und was Spieler angeht, was für einen Fußball möchtest du mit dem FC St. Pauli spielen? Das ist eine sehr weit gefasste Frage, aber kannst du dich ein bisschen austoben? Ich möchte mit meiner Mannschaft, mit dem FC St. Pauli, einen aktiven Fußball.